Ein ganz anderes Thema jetzt. Wir gehen einkaufen und da weiß ich nicht, wie es Ihnen geht, aber mich erinnern manche Supermarktregale inzwischen eher an eine Apotheke. Also das sieht nach Nahrungsmitteln aus, die nicht nur satt machen, sondern auch gesund machen sollen. Und das ist dann auch so mit dem Namen nochmal ziemlich speziell. Superfood. Quinoa heißen die, Chiasamen gehören dazu oder auch Weizengras. Aber ist dieses Wunderessen auch sein Geld wert? Superkräfte haben sie zwar nicht, ihre Hersteller nennen sie aber Superfoods, wie Goji-Beeren, Chiasamen, Acai-Pulver oder Hanfsamen. Sie sind angeblich reich an Vitaminen, Mineralstoffen, Enzymen und Antioxidantien und daher auch super angesagt. Bis vor kurzem noch ein Nischenprodukt in Bioläden und Reformhäusern, schaffen es die Superfoods mittlerweile sogar in die Discounter. Doch Ökotest hat sich die Lebensmittel nun genauer angeschaut. Mit einem Ergebnis, das gar nicht so super ist. Mehr als 2/3 der Produkte fallen durch. In den Superfoods haben die von Ökotest beauftragten Labore alles gefunden, was nicht in Nahrungsmittel reingehört. Das sind Mineralölbestandteile, das ist Cadmium, das ist Blei, also giftige Schwermetalle, das sind polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, die Krebs erregen können, und das sind auch Pestizide, zum Teil sogar über den gesetzlichen Grenzwerten. 2 Produkte, nämlich Chiasamen von Basic und Rohkakaopulver der Firma Feinstoff, hätten laut Ökotest gar nicht verkauft werden dürfen. Im einen Produkt, im Chiasamen, sind es Pestizide, die über dem gesetzlichen Grenzwert enthalten sind. Im anderen Produkt, ja, da ist es ein Mückenschutzmittel. Die Biokette Basic hat die betroffenen Chiasamen bereits aus dem Verkauf genommen. Feinstoff schreibt auf unsere Anfrage, dass bessere Qualitätskontrollen eingeführt werden sollen. Die belasteten Produkte seien nicht mehr im Umlauf. Nicht nur wegen des Testurteils, geht es um Superfood, sind Verbraucherschützer eher skeptisch. An Superfoods ist zu kritisieren aus unserer Sicht, dass die Wirkungen, die versprochen werden, nicht belegt sind oder zum Teil auch nur eben im Reagenzglas ist zum Beispiel das antioxidative Potenzial belegt, ohne dass man weiß, ob das beim Menschen wirklich in gleichem Maße geschieht. Die Superfoods stehen für den Trend, mehr pflanzliche und nährstoffreiche Lebensmittel zu verzehren. Das ist gut. Doch die meisten Produkte kommen aus fernen Ländern und sind nicht gerade günstig. 100 Gramm Goji-Beeren etwa kosten 6 Euro. Dabei haben wir auch hier Superfoods, Spinat zum Beispiel. Hört sich zwar nicht so exotisch an, kann es aber mit jedem anderen Superfood aufnehmen. Statt Chiasamen kann man zum Beispiel auch Leinsamen verwenden oder Walnüsse knabbern. Die haben auch einen hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren, was bei Chiasamen zum Beispiel rausgestellt wird. Oder wir haben auch heimische Produkte, die einen hohen Gehalt an antioxidativen Substanzen haben, wie also Polyphenole oder Flavonoide, Anthocyane. Das sind alle roten Beeren zum Beispiel. Also Holunderbeeren, Blaubeeren, dunkle Weintrauben, aber auch Rotkohl liefert diese Substanzen genauso. Und das ist dann auch für den Geldbeutel wieder richtig super.